Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Im Grunde ärgerlich, dass wir da mit 0-0 in die Pause gehen. Nach der Pause war Halle dann ein bisschen am Drücker, hatte selbst auch Aluminiumtreffer noch eine Chance, wo wir ein bisschen Glück hatten. Und mit der Situation dann mit der gelb-roten Karte und Überzahl waren wir, glaube ich, zu Beginn ein bisschen hektisch. Haben das nicht gut ausgespielt und trotzdem dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht mit einem Doppelschlag. Und glaube dann bis auf die eine Situation, wo das Tor fällt, schönes Tor, wenig zugelassen. Waren natürlich noch mal ein, zwei Freistöße, die in 16er reinfliegen, aber ansonsten dann keine gefährliche Aktion mehr zugelassen haben. Und glaube letztlich dann über 90 Minuten gesehen verdienter Sieg meiner Mannschaft und bin einfach froh, dass wir das jetzt abgerundet haben und mit diesen drei Punkten dann auch in die Pause gehen können. Und Kompliment an die Mannschaft, dass sie nochmal wirklich so eine gute Leistung auch heute zum Abschluss der englischen Woche einfach abliefern konnte. Und die Tabelle sieht jetzt schön aus und genießen wir für den Moment und können da einfach den Urlaub genießen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich gebe jetzt hier lieber das Wort an André Meyer. Ja, Glückwünsche von unserer Seite, logischerweise. Ich versuche es mal ein bisschen sachlicher als unmittelbar nach dem Spiel. Wir sind schon enttäuscht, dass wir aus so einem Spiel jetzt nichts mitgenommen haben. Es war unser Jahresabschluss vor eigenem Publikum. Man hat vor allem in der ersten Halbzeit die Qualität von Saarbrücken, glaube ich, gesehen, wo wir jetzt nicht immer eine Lösung darauf hatten, die Qualität wegzuverteidigen. Ja, haben da mehrere Möglichkeiten gegen uns, wo ein Gegentor logischerweise schon entstehen kann. Hatten uns trotzdem in die erste Halbzeit reingefuchst, hatten ein paar Momente nach vorne. Haben es meiner Meinung nach auch in der letzten Reihe gut verteidigt, eine gute Kommunikation gehabt. Haben trotzdem in der Halbzeitpause was angepasst, was auch dazu geführt hat, dass wir zweite Halbzeit besser im Spiel waren. Grundsätzlich mit dem Ball, aber auch gegen den Ball. Und ja, dann kommt halt eine Entscheidung, die leider in der Phase, wo wir am besten im Spiel sind, in unsere gute Phase, wo du halt einen Bruch reinbekommst durch eine Schiedsrichterentscheidung mit der gelb-roten Karte. Hab noch keine Erklärung dahingehend bekommen. Normalerweise müsste man ja eigentlich schnell eine Erklärung bekommen, wenn es eine gelbe Karte dafür gibt, dass sich Spieler ärgern auf dem Boden. Fakt ist, der Spieler hat nichts gesagt, dafür gibt es eine gelb-rote Karte. Davor die Situation, zumindest laut Bildmaterial, war es auch keine gelbe Karte. In der Kombination kriegen wir dadurch eine Entscheidung, müssen mit einem Mann weniger spielen. Die Jungs waren dann klar sehr emotional mit bei. Dann kriegst du zwei Gegentore. Ich finde, dass die Mannschaft sich trotzdem sich dieser Herausforderung gestellt hat, trotzdem im Spiel war, sehr energisch war, weiter dran geglaubt hat, macht das 2-1 und auch hinten raus immer wieder alles probiert hat. Dafür ein riesen Kompliment für diesen Aufwand. Ich habe es der Mannschaft gerade schon gesagt, unser Einstieg in die Saison war gegen Zwickau mit einer sehr, sehr bescheidenen ersten Halbzeit und unser Ausklang aus diesem Jahr ist mit dieser zweiten Halbzeit, die einfach sehr energisch, sehr mutig mit allem, was wir haben, was wir reingeschmissen haben, sehr, sehr positiv. Deswegen, schade, dass wir aus diesem Spiel nichts mitgenommen haben. Ich denke, unsere Mannschaft hätte es verdient gehabt, aus diesem Spiel was mitzunehmen. Ich hätte mich gefreut für unsere Fans, die jedes Heimspiel zu einem großen Fest gemacht haben und uns die Unterstützung gegeben haben, die wir brauchen. Mich hätte es gefreut für uns alle. Deswegen schade drum. Ich denke, dass es unter anderen Voraussetzungen hinten raus sicherlich möglich gewesen wäre. Aber im Fußball ist es halt so, du musst manche Dinge akzeptieren, abschütteln. Und für uns geht es darum, in den kommenden Tagen eine saubere Analyse darauf hin zu machen. Wir haben noch ein Pokalspiel nächste Woche. Und auch da geht es darum, das professionell anzugehen und einen guten Jahresabschluss zu haben mit dem Einzug in die nächste Pokalrunde. Euch alles Gute auf eurem Weg und vielen Dank. Ja, soweit die Trainerstatements. Gibt es Fragen, dann bitte schon die Nutzung des Mikrofons, Herr Kappe. Ja. Habe ich jetzt mal. André Meyer nach dem Spiel auf den Schiedsrichter zugestürmt und sowas. Was sagt man da? Eben wurde es ja dann nicht emotional, ich würde gerne mal die emotionalen Worte hören. Was sagt man in so einem Moment zu so einem Schiedsrichter? Naja, es ist meist so, dass du aus der Emotionalität nicht mehr weißt, was du gesagt hast. Ich kann es grob mal wiedergeben.
Es ging letztendlich nur darum, dass ich ein Problem damit habe, wenn Schiedsrichter Einfluss auf das Spiel nehmen. Es geht darum, dass Schiedsrichter das Spiel leiten und organisieren und nicht das Spiel in irgendeine Richtung drücken. Und es war leider so, dass von Beginn an es sehr um kleinliche Dinge geht. Eine Situation, ich glaube, in der zweiten Minute wurde ich aufgefordert, in meine Coachingzone zu gehen, aber über eine 10 Meter Entfernung. Also ich habe niemanden behindert und so hat sich das durch das komplette Spiel gezogen. Und ja, man sieht ja die Unruhe hinten raus im Spiel und das ist halt nicht gut. Schiedsrichter sind da, um eine klare Linie zu haben und die Linie haben sie einfach über 90 Minuten nicht gehabt. Ich habe es kürzer gefasst gegenüber den Schiedsrichtern. Hat Landgraf nicht auch ein bisschen Schuld? Muss er sich da vielleicht dann doch ein bisschen mehr im Kopf haben? Oder ist das entschuldbar, dass er da so im Prinzip sich auf die Erde schmeißt, ein bisschen aus dem Club? Emotionen würde ich nie an Pranger stellen. Also, wenn wir anfangen, im Fußball ohne Emotionen zu leben, draußen, auf dem Feld, auf den Rängen, dann kannst du den Laden abschließen, dann sind wir in einer anderen Sportart. Und wenn ein Spieler, und das ist ja normal, das ist übrigens nicht nur auf dem Fußballplatz so, sondern im Leben, dass du Emotionen zeigst, wenn irgendwelche Dinge passieren. Und wenn etwas nicht verständlich ist und die Bilder zeigen es, der Spieler Landgraf dreht sich übrigens weg vom Schiedsrichter, ärgert sich dann. Es gibt keine Kommunikation gegenüber dem Schiedsrichter, er dreht sich weg, dann hinterher zu laufen und jemanden Emotionen vorzuwerfen mit einer gelben Karte. Wobei die erste gelbe Karte auch schon fragwürdig ist, das in der Kombination. Niklas hat auch bestätigt, dass er kein Wort gegenüber dem Schiedsrichter in irgendeiner Form wiedergegeben hat. Und deswegen. Vorangegangen war eine Situation zum Zimmerschied, kommt im Strafraum zu Ball. Ich habe es nicht richtig gesehen, oder war das Elfmeter oder nicht? Darüber hat sich ja lange erschaffen. Weiß ich nicht. Also ich möchte nicht über einzelne Situationen jetzt reden, weil dann würdest du jedes Spiel kaputt reden. Wir haben das Spiel 2-1 verloren, aufgrund der ersten Halbzeit vielleicht verdient verloren. Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre mehr möglich gewesen, wenn diese eine Entscheidung nicht getroffen wäre. Das ist jetzt aber auch hypothetisch. Ich denke, wir wären von der Wahrscheinlichkeit näher dran gewesen, etwas mitzunehmen. Und damit ist gut. Fehlentscheidung vom Schiedsrichter wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Gibt wahrscheinlich irgendwo eine Regel, die besagt, du darfst dich nicht auf den Boden schmeißen. Frage an Rüdiger. Daniel Batz sah unten nicht wirklich gut aus. Ich weiß, dass er, glaube ich, übermorgen in den Urlaub fliegen wollte. Wie geht es ihm? Gibt es da schon eine erste Diagnose? Gut, wenn man ihn sieht, sieht man auch, dass der Gegenspieler ihn getroffen hat im Gesicht, dann im Brustbereich. Sieht jetzt nicht so gut aus, aber ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwo mehr ist, aber kann weiter nichts dazu sagen. Nachfrage. Man hat jetzt so das Gefühl, dass von Woche zu Woche auch mehr eine spielerische Komponente kommt. Also gerade die erste Halbzeit ist auch von den Spielern unten als beste Saisonleistung bezeichnet worden. Wie bedauerlich ist es, dass jetzt eine Pause kommt? Man hat so das Gefühl, das Team ist jetzt eigentlich richtig im Rollen. Man hat keinen Einfluss drauf. Alle könnten einen Antrag stellen, dass wir noch weiterspielen dürfen, aber ich glaube, der geht nicht durch. Gut, hier vorne ist noch eine Frage. Ja, jetzt kommt die Frage, Rüdiger. Du wolltest nach dem Halle-Spiel sagen, wie es weitergeht mit deiner Position? Ich habe gesagt, dass nach dem Halle-Spiel man sich zusammensetzen wird, Mitte, Ende der Woche, mit Jürgen Luginger, mit dem Präsidenten und dann eine gute Entscheidung zu treffen. Okay, also heute? Nein. Nein. Glückliches Händchen oder war das unter der Woche schon so abgesprochen, dass Adi in die Crunch-Time da rein sollte? Und wie siehst du denn auch für ihn, der jetzt ja wiedergekommen ist, dass er jetzt in die Pause muss? Na, ich glaube, die Qualität von Adi ist unbestritten und es ist jetzt schön, dass er das Tor macht, aber jetzt auch kein Zufall. Also das ist schon, man hat, glaube ich, gemerkt, welche Präsenz er dann auch direkt hat, wie er die Bälle festmacht und entsprechende Wucht im 16er hat und hat sich da einfach belohnt. Klar ist auch, dass er die Vorbereitung dann nutzen muss, um vom Fitnesszustand her nochmal zuzulegen, um dann auch mehr Spielzeit zu kriegen. Eine Frage hinter Ihnen bitte. Noch? Ja.
freiwilliger Ziel, weil wenn ich mich nicht erkenne, haben jetzt 12 Spieler in der Startformation, wenn jetzt 3 spielen kann, dann haben wir 6 Hagen, was sagt für die Mannschaft aus, ich sage dann zumindest mal die 12. Wir haben dann ja ziemlich viel Spielanteil gehabt, da wird schon später auch noch was dazu, die eigentlich geworden sind. Ja, der Ansatz war nach dem 60-München-Spiel zu gucken, wechseln wir viel durch, rotieren wir. Ich hatte einfach das Gefühl, dass die Mannschaft dort gerade bei 60 eine super zweite Halbzeit gespielt hat und habe den Fokus auf das Spiel dann am Mittwoch gelegt. War, glaube ich, auch da die erste Halbzeit richtig gut und habe jetzt wenig Anlass gesehen, nochmal zu verändern. Und die Ansage davor war auch, man muss sich dann 90 Minuten vielleicht quälen und ist anstrengend, nur dritte Liga ist immer anstrengend. Und man hat gesehen, dass die Mannschaft das umsetzen kann, 3 Spiele innerhalb von 6 Tagen auch zu bestreiten. Gut, dann sind alle Fragen geklärt, wie es scheint. Dann bedanke ich mich, wünsche allen, ja, wir sehen uns in der Runde nicht mehr, eine gute Zeit bis Weihnachten und danach. Schönes Restwochenende den Gästen, gute Heimreise, bis dahin, tschüss.